Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung, nachdem ich am Wochenende ein bisschen wegen Spa-Treatment kürzer getreten bin. Ich habe gedacht, hier, wenn ich schon in Tallinn bin, gehe ich in die Sauna und relaxe, und auch die Themen waren jetzt nicht so prickelnd. Aber die Themen, die ich für euch heute habe, sind frisch gepresst. Lufthansa Carsten S. aus M. sagt, die Swiss muss eigenständig bleiben und kann auch eigenständig bleiben. Dann sagt Carsten S. aus M., dass dieser Umbau von seinem Konzernvorstand wichtig ist und eine, wie sagte er so schön, ich zitiere, neue Phase einleitet. Und wir haben nochmal im Fokus Hyatt-Punkte. Für viele von euch, die keine Kreditkarte in den USA haben, haben keine Möglichkeiten, über diese Deals die Karten zu bekommen. Die können jetzt Punkte bekommen. Da gibt es einen 20% Bonus, wenn man die Punkte kauft. Habe ich noch was? Ja, ich habe noch ein Thema, und zwar Lufthansa Duty Manager droht mit Security in Indien. Gibt ein Video, ihr könnt schauen, inwieweit das unschön ist, was da passiert. Ob jemand einen Fehler macht, wer sich falsch verhält, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir haben Emirates. Die gehen mit ihrem Personal besser um als so manch westliche Fluggesellschaft. Also, Bonuszahlungen, 20 Wochen. Jo. Also, lasst uns starten. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Ende der Woche ist Frankfurt Stammtisch. Ich freue mich, euch da zu sehen. Wer Fragen zu Kreditkarten hat, kann da natürlich hinkommen. Hier meine neue Nummer, die 323 80 FQTTV. Habe ich die genommen? Ja, ich habe die genommen. Da könnt ihr mir schreiben. Kommt auch auf dem Handy auf. Und zwar hier. Da kommt ihr dann raus. Gut, damit können wir dann das erste Thema direkt anfangen. Und zwar ist es das erste Thema, die Swiss. Die Swiss soll eigenständig bleiben. Und das ist natürlich, oh, da ist die Maus, soll eigenständig bleiben. Und das ist auch so, und das wird von Carsten Spohr bekräftigt. Heißt also natürlich, dass die Entwicklung der Swiss ist positiv und bringt auch am meisten Penunzen pro Sitzplatz und zeigt der Lufthansa, wo man Geld verdient. Und man hat hier auch erklärt, dass man die Economy Class aufwerten möchte. Gut, ich habe einige Kommentare gelesen, wo die Leute gesagt haben, ist ja Lufthansa-Konzern und so weiter. Es geht hier um Soft Product, nicht um den Sitz als solch, soweit der Sitz von Ricario auch gar nicht so schlecht ist, wenn man ehrlich ist. Und man hat halt im vergangenen Jahr die zuverlässigste Fluggesellschaft in Europa mit der Swiss in einem Konzern und damit natürlich dann direkt auch einen Grund, warum man die so lassen sollte. Am Ende des Tages weiß ich gar nicht, warum die Swiss nicht die Lufthansa berät, weil die Swiss hat einfach ein besseres Produkt in meinen Augen. Über Farben kann man jetzt streiten. Ich finde die Swiss-Farben auch ein bisschen hübscher als Lufthansa. Aber das ist halt immer Geschmackssache. Aber da könnt ihr immer auch sagen, was ihr denkt. Denn die Swiss ist ja für viele in dem Lufthansa-Konzern die Benchmark. Und logisch, dass sie da was machen. Also ich denke mal, dass die Streikkosten und andere Herausforderungen, die es gab, dass es dort jetzt auch einen Tariffrieden geben wird. Man sucht einen neuen Chef und Dieter Franks, der geht ja weg. Und damit ist es dann halt so, dass wenn die ITA kommt, damit auch die Position der Swiss sich ein bisschen verbessert, weil man damit wahrscheinlich auch noch mal mehr in den italienischen Markt absaugen kann. Und damit ist es so, dass man die Wachstumsstrategie weiter fortführen kann. Aber da bin ich mal gespannt, wie gesagt, auf eure Wahrnehmung als Kunden der Swiss. Ich persönlich fliege immer sehr gerne mit Swiss und ich rufe auch beim Horncircle in Basel an, weil ich gefühlt das habe, dass die ein bisschen mehr Rechte haben als bei Lufthansa, vor allem wenn man auf die 724, also auf die Swiss-Tickets zu sprechen kommt, weil die da halt mehr machen können. Dann haben wir den Radikalumbau im Vorstand. Und da haben wir uns ja lang und breit drüber unterhalten. Carsten S. aus M. sagt, dass er die neue Phase kommt. Und er sagt als Zitat, der Aufsichtsrat hat berücksichtigt, dass wir nach Jahren der Krisenmanagements nun in eine neue Phase kommen. Alle vier Veränderungen im Vorstand haben unterschiedliche Gründe. Es ist besser, einmal einen klaren Schnitt zu machen, als ein paar Monate Wechsel zu orchestrieren. Ja, da kann man natürlich sagen, da hat er recht, der Kollege, denn wenn man einmal schon dabei ist, dann kann man auch hier den ganzen Spagat machen und das so machen, dass man dort ja alles in einem Rutsch ändert. Aber wichtig ist natürlich auch, dass der Dieter Franks, von dem ich ja eben erzählte, der geht ja nicht von der Swiss weg, um komplett wegzugehen, sondern geht zur Lufthansa. Und er ist dann, ich zitiere auch hier wieder,
Vorstand globale Märkte und kommerzielle Steuerung, Hubs. Und ist damit natürlich der Nachfolger vom Harry Hohmeister. Harry Hohmeister war ja auch sein Vorgänger bei der Swiss. Also insofern sieht man da, was da passiert. Und ich bin da interessiert, wie das weitergeht. Beben im Vorstand, kann man sagen. Aber auch ihr von euch wieder die Erwartung der Zahlen und was ihr davon erwartet. Ich bin mal gespannt. Wir haben das bei der Lufthansa ja gerade durchbesprochen mit den Streiks, dass die richtig Geld gekostet haben. Was war das? War das 350 Millionen plus 100 Millionen oder sowas? Das ist also richtig viel Geld. Aber schauen wir doch einfach mal in die Vereinigten Arabischen Emirate, in die Fluggesellschaften des Golfs und damit Emirates als Beispiel, wo man immer so sagt, ja, die beuten die Leute aus und so weiter und so fort. Nein, die geben ihren 110.000 plus Mitarbeitern 20 Wochen Salary Bonus. Ja. Man hat 4,7 Billionen, also Milliarden, Billionen, Billion Dollars, Milliarden Profit gemacht und damit ist man natürlich in guter Gesellschaft da unten im Golf, wenn man Geld verdient. Und im Golf wird alles an die Mitarbeiter ausgeschüttet oder beziehungsweise es wird ausgeschüttet. Und so ist es, dass man hier Profit Sharing mit den Mitarbeitern gibt und hier ist es jetzt so, dass man 20 Wochen Basic Salary gibt. Okay. Basic Salary ist natürlich für die Cabin Crews immer wieder nachteilig, weil die Basic immer niedrig sind, aber es ist trotzdem 20 Wochen Geld für nichts tun. Und die anderen kriegen 40% von ihren Basic Salaries. Und das muss man halt wirklich sagen. Man muss da, gut, es ist halt wirklich nicht Total Pay, weil es kommen so viele Flugstunden und so weiter dazu. Und was weiß ich für Additional Payments. Aber trotzdem ist es halt, wie gesagt, eine Geste und Lufthansa macht so etwas nicht. Und als man 2018, 19 die Pandemie hatte und dann 2023 jetzt wirklich so viele Bonus hat, hat man halt in 23 hat man für 24 Wochen das gegeben, hat man jetzt für 20 Wochen gegeben und da gibt es richtig Geld. Also ich kann da jetzt keine Zahlen nennen, aber ich finde es in Ordnung, wenn man das mit den Mitarbeitern dort teilt. Und ich finde das eine coole Geste. 24 Wochen, 20 Wochen, über 20 Wochen. 110.000 Mitarbeiter. Und da können Sie selber ausrechnen, wie viel Geld das ist. Vielleicht wäre das ja auch eine Lösung in Deutschland bei der Lufthansa oder für andere Unternehmen, dass man die Leute dann an dem Gewinn beteiligt. Ich muss hier den Lautsprecher ausstellen, weil mir fällt gerade ein, nachher zeige ich euch ein Video. Ja, da können wir nämlich selber drüber sprechen. Es geht hier nämlich um einen Duty Manager. Und zwar der Duty Manager hat dort einer Passagierin wohl gesagt, kommst nicht mit. Und zwar wegen Visa-Problemen. Aber hört mal selber, was da Sache ist und ob es da halt wirklich so ist, dass das jetzt ein Problem darstellt. Weil zum Beispiel hier auf X, ich weiß gar nicht, wieso das Twitter umgenannt worden ist, also auf jeden Fall ist es jetzt X, da ist es halt so, dass man dort ein Problem hat und zwar das Problem ist wie folgt, da seht ihr das Bild, da machen wir das lieber auf die Seite und da seht ihr das. Kalesh, Lufthansa oder Crew und Passenger für Delhi, München, Toronto und Return Ticket Full Context in Clip und deshalb guckt ihr jetzt auch den Clip an. Ich mache das weg, dass wenn er aus dem Clip rauskommt, dass ihr das seht. So. I cannot take all the security. No problem. But can you give me in the return? Ma'am, can you give me in the return? I cannot take the step. I can take only direct flight. No, ma'am. Can you tell me in the return? Ma'am, I'm asking. Security will tell you, ma'am. No, ma'am. Please come. Security, they are doing their work. You do your work. Why I go? Ma'am, I'm telling you very politely. I'm calling the security. No problem, ma'am. No problem. I can talk with them also. Yes, you are doing. That is anyways not allowed. Yeah, we have all the right to. I just asking the reason only. Can you tell me when they change the rules? I cannot take the stay flight. I can take only direct flight. You have to take a direct flight. If you want to know the rule, go to the German embassy. Then can you no? No, before they don't have you. Can you give me in the return? You only saying right. It's there in your PNR, ma'am. Can you ask your agent to have a look? No, the question you are asking me. Okay. Did you check your reservation first, whether it is admitted or not? No, you are you traveling for the first time, ma'am? Are you not aware about the traveling rules? No, I am traveling from last 4 years. Still, you are not aware about traveling rules, ma'am. Okay, ma'am. But how the agent gave the information?
Okay. What is the flow of information? No, I'm just asking. Just from you only, from by your hand. Quiet. Let me call the security. No problem, ma'am. But I just want from by your hand. Ma'am, wait. Kariye. Aap travel nahi karenge. Ja, das war das Thema und ihr könnt jetzt auch mal schauen, was da war. Also ich persönlich finde beide Benehmlichkeiten, man kann jetzt natürlich das Film passive-aggressive nennen, man kann jetzt sagen, die Dame war etwas, die Station-Managerin oder Manager on Duty oder wie auch immer man das nennt, Duty-Manager, war etwas pröpsch, würde man in Aachen sagen. Aber ich würde jetzt bei beiden kein Verhalten sehen, dass es eine Security bräuchte. Ich kann verstehen, dass die Dame irritiert ist, dass sie nicht mitfliegen kann. Vielleicht ist das Ticket auch voll bezahlt. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Mich hätte interessiert, warum sie abgelehnt worden ist, weil man natürlich Visa-Regelungen in Deutschland gewiss, zum Beispiel, wenn sie eine Green Card hätte, hätte sie wahrscheinlich vielleicht nicht gebraucht. Aber vielleicht, weil sie über Kanada fliegt, dann doch wieder. Also das wäre mal interessant zu wissen, was da wirklich Phase und das Problem ist. Denn für Fluggesellschaften ist es ja auch teuer, wenn sie Passagiere mitnehmen, die gar nicht rein dürfen. Heißt also, dass man da halt wirklich ein Problem kreiert. Und wenn das Programm sagt, Visa wird gebraucht und sie hat es nicht, dann hat sie halt ein Problem. Ihr könnt hier zur Frage des Tages sagen, hat sich jemand hier falsch verhalten? Ist es ein Problem gewesen? Oder war jemand arrogant, überheblich? Vor allem, also mich irritieren nur zwei Sachen. Das ist einmal dieses Film. Aber gut, was willst du machen, wenn du es halt nicht sonst am Mann hast, ehrlicherweise? Und das andere Thema ist nicht ein Film, sondern das andere Thema ist ehrlicherweise dieses nicht erklären, warum. Da könnte man vielleicht schon was gewinnen. Also insofern für euch die Frage des Tages, die ich gerade gehabt habe. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und kommentiert unten. Schauen wir uns an. So, und jetzt haben wir das letzte Thema. Das ist heute World of Hyatt, 20% beim Bonuskauf. Und viele von euch haben ja nicht die Möglichkeit oder wollen vielleicht auch gar nicht die US-Kreditkarte haben. Wobei ich sagen muss, sprecht mich an, ich kann euch die Karten besorgen. Wir haben da auch ein schönes Paket, wir haben da so ein Starterpaket. Auf jeden Fall, die Promotion ist wie folgt. Man kann 20% Bonus bekommen. Man kann jetzt natürlich sagen, 20% ist nicht so viel wie im Juni 25% oder im April 25%. Das 30% gab es ja auch mal. Aber das war eher Discount on Purchase. Also das heißt, man hat eher einen Rabatt gekriegt. Davor war es mit Punkten. Ist halt immer sehr, sehr spannend. Man kann maximal 55.000 Punkte kaufen pro Kalenderjahr bei Hyatt, bekommt dann 20%, das wären dann nach Adam Riese 11.000 Punkte, wären also 66.000 Punkte, kosten $1,320. Jetzt kann man natürlich sagen, 66.000 Punkte, 0,2 Dollar Cent der Preis ungefähr, lohnt sich das nicht. Und das kommt dann, wie gesagt, auf den Use Case an, in meinen Augen. Wenn man jetzt sagt, man hat für diese ganze Sache 1.320 bezahlt, 55.000, dann muss man halt wirklich rechnen. Aber ihr solltet die Meilen halt wie immer nicht kaufen, um sie auf Halde zu legen. Ihr solltet sie nicht horten, solltet einen Use Case wirklich dafür haben, dass man sie macht. Für den einen oder anderen rechnet sich das, deshalb sage ich euch das. Und natürlich, weil ich unverblümt dann wieder Werbung für meine amerikanischen Kreditkarten machen kann, die ihr natürlich mit meiner Hilfe bekommen könnt, sowohl die Businesskarte als auch die private Karte. Da haben wir natürlich Lösungen. Ich bin am Ende der Sendung. Ne? Wir haben, wie lange haben wir denn gemacht? 14 Minuten fast. Also insofern, guter Einstieg in die Woche. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal nicht nur zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, sondern auch zum Stammtisch zu kommen oder Kanalmitgliedschaft. Und ich verabschiede mich. Ich gehe gleich in die Lounge. Ist gleich soweit. Wir haben schon 10 vor 5. Also, ich mache mich fertig auf die Lounge. Und wir sehen uns. Alles klar. Bis dann. Tschö mit Ö und Abspann für euch. Bis dann. Ciao. Thank you.